Das nächste Mal grätschst du nicht dazwischen und quatsch mit ihm. Ich bin derjenige, der mit ihm verhandelt. Jetzt komm mir doch nicht so. Wir wollen doch beide dasselbe, oder? Wir wollen die Sache hier unblutig beenden. Richtig? Richtig. Also, wir sollten uns lieber mal die Frage stellen, warum steht er da eine Stunde doof rum, ohne Forderung zu stellen? Und auf einmal hat er eine Forderung, ja? Und einen Hubschrauber? Wo will er hinfliegen? Nach Tahiti oder was? Vielleicht will er ja gar nicht weg. Vielleicht geht's ihm nur um die Aufmerksamkeit. Im Moment, ja? Stimmt doch irgendwas nicht. Da, danke. Erste Aufnahmen von der Aktion sind bereits im Internet gelandet. Und das ist noch nicht alles. Zwei voneinander unabhängige Anrufer haben den Mann wiedererkannt. Sie arbeiten für eine Chemiefirma. Der Mann dort sei ihr Chef. Hendrik Borgmann. Ja, da sind Gaffer doch mal zu irgendwas gut, oder? Wir brauchen alle verfügbaren Informationen über diesen Mann. Und gib ihm mal das Ding. Hören Sie, hier ist nochmal die Polizei. Das ist kein Trick. Ich habe nur eine einzige Frage. Ist Ihr Name Hendrik Borgmann? Oh, wir gehen noch mal rein. Heißen Sie Borgmann? Ist das richtig? Ich sag hier gar nichts mehr. Was ist mit meinen Forderungen? Herr Borgmann, ich bitte Sie. Seien Sie still! Sie bitten gar nicht. Noch ein Wort und ihr fliegt alles in die Luft. Alles klar, alles klar. Wir haben verstanden, alles klar. Kein Problem. Ganz ruhig bleiben. Hört. Wir haben seine Nummer und Adresse. Der Borgmann wohnt in der Untersberger Straße 12. Alles klar. Wir können hier gerade sowieso wenig machen. Das ist nicht weit von hier. Ich fahre da eben hin. Vielleicht finde ich da was raus. Ihr müsst Zeit schinden. Zeit schinden, ja? Ich bin bald wieder da. Jo, Alex, bin jetzt angekommen. Ich hoffe, dass ich hier Hinweise finde auf die Aktion mit dem Sprengstoffgürtel. Ist ein ganz nettes Häuschen, ein Familienhaus. Michael, sei bitte vorsichtig. Wenn du Verstärkung brauchst, sag Bescheid, ja? Jetzt hör doch mal auf zu heulen. Warte mal kurz. Du sollst ruhig sein. Noch ein Ton. Du, Alex, ich glaube, hier wird eine Frau festgehalten. Das ist bestimmt die Frau von Borgmann. Ich brauche dringend Verstärkung. Wir schicken dir jemanden vorbei, aber du machst keinen Mist, okay? Du spielst nicht den Helden. Nee, aber ich guck mich schon mal ein bisschen um. Ich hab dir gesagt, du sollst ruhig sein! Scheiße. Hi. Ja, hier ist alles in Ordnung, bis auf die Alte. Die geht mir mächtig auf die Nerven. Und bei euch, wie sieht's aus? Habt ihr alles unter Kontrolle? Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, ich krieg das schon hin. Ja, macht ihr euch keine Gedanken. Überhaupt kein Problem. Ja, es hört sich gut an, da freue ich mich aufs Ergebnis. Polizei, die Hände hoch! Ganz ruhig! Die Hände will ich sehen und zwei Schritte zurück! Zwei Schritte zurück! Ganz ruhig liegen bleiben, nicht bewegen! Ich mach keinen Scheiß, ja? Kenn ich doch. Du warst doch gestern bei dem Drogendeal dabei. Die ganze Stadt sucht nach dir und du hast nichts Besseres zu tun, als hier eine Frau gefangen zu halten? Was geht denn hier ab? Hängt sie da mit drin? Können Sie mir sagen, was hier los ist? Ja, Naseband. Einen Krankenwagen brauche ich. Zu meinem Einsatzort, Schussverletzung und der verletzte Frau. Ja, danke. Also. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Heute Morgen hat es an der Tür geläutet und da habe ich aufgemacht und habe sofort einen Schlag auf den Kopf bekommen. Und dann, als ich zu mir gekommen bin, war mein Mann verschwunden und dieser Typ hier hat mich bedroht. Ich weiß nicht, was das alles soll. Können Sie mir sagen, wo mein Mann ist? Ihr Mann ist in einem Hotel. Er hat einen Sprengstoffgürtel an und fordert 1 Million Euro und einen Hubschrauber. Was? Warum sollte mein Mann das tun? Und wo hat er diesen Sprengstoffgürtel her? Ich dachte, das können Sie mir sagen. Was könnte ihn zu so einer Tat getrieben haben? Ruhig, Blut! Hendrik ist ein ganz normaler Ehemann. Er geht jeden Tag arbeiten in die Chemiefabrik. Chemiefabrik? Du Vogel, ich habe deine Akte gelesen. Du hast doch auch mal in der Chemiefabrik gearbeitet. Das kann doch kein Zufall sein, oder?
Ruhig, Blut. Jo, Alex, ich hatte hier ein bisschen Theater. Ich war noch auf dem Krankenwagen und dann komme ich zurück. Gibt viel zu erzählen. Ich rufe dich aus dem Auto an. Bis gleich. Gute Arbeit, Pascal. Die Ausbildung hat sich echt gelohnt. Sie bleiben bitte erstmal hier, ja? Jo, Alex, ich bin's. Pass auf, Marc Cebolski war gestern bei dem geplanten Drogendeal dabei, ja? Und heute hat er sich Borgmanns Frau geschnappt und ihn damit erpresst. Die beiden kennen sich aus der Chemiefabrik. Okay, und was hast du jetzt vor? Ich melde mich gleich nochmal. Wir müssen da wieder rein. Und ich will die Frau mitnehmen. Okay. Die Frau kommt mit rein. Bleiben Sie hinter dem Kollegen. Herr Borgmann, das ist kein Trick. Wir kommen jetzt noch mal rein. Ganz ruhig bleiben. Herr Borgmann, ganz ruhig. Darf ich 2-3 Meter weiterkommen? Darf ich 2-3 Meter weitergehen? Ja. Gucken Sie mal, wer hier ist. Herr Borgmann, bitte. Es ist vorbei. Ziehen Sie die Weste aus, ganz langsam, und legen Sie sie ganz vorsichtig auf den Boden. Ganz vorsichtig. Hendrik, was soll das denn alles? Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam auf den Boden legen. Ganz langsam. Okay. Das ist vorbei. Clara, geht's dir gut? Ich verstehe das nicht. Sie kennen einen Marc Cebolski, richtig? Ja. Er hat sie erpresst und ihre Frau als Druckmittel benutzt, richtig? Ja. Aber wozu? Sollten Sie ihm das Geld bringen, oder was? Es ging ihm nicht ums Geld. Und er war auch nicht allein. Mann, wir hatten doch immer eine gute Geschäftsbeziehung. Du hast uns die Chemikalien besorgt unter der Hand und bist gut bezahlt worden. Steuerfrei. Ja. Wenn ich gewusst hätte, wie viel Küstenmaffe herstellen wollte, hätte ich ihn damit angefangen. Mann, stell dich doch nicht dümmer, als du aussiehst. Was hast du denn gedacht? Dass wir mit dem Zeug Kinderknete anrühren? Für Mitleidsblabla. Es ist jetzt zu spät. Aber du bist nicht bald los. Nachdem du mir ein letztes Mal geholfen hast. Auf keinen Fall. Ich bin raus. Hör dir doch erst mal an, was ich zu sagen habe. Ich habe hier einen Sprengstoffgürtel für dich. Den schnallst du dir um, gehst in ein Hotel. Und dann traust du dich, in die Luft zu springen. Sag mal, spinnst du? Er kapiert's einfach nicht. Als Ablenkung natürlich. Wenn die Bullen bei dir und deinem Sprengstoffgürtel sind, bewacht keiner mehr unser Crystal in der Reservatenkammer. Und wenn ich mich weigere? Fliegst du in die Luft? Deine Frau ist tot? Boom. Also warten, Überfall? Wie nicht allein? Wer war denn noch dabei? Pascal Meyer und Ali Bakir. Was? Alex, pass auf. Die drei Typen, die uns gestern stritzen gegangen sind bei dem Drogendeal, das sind dieselben, die hier im Hotel die ganze Scheiße veranstalten. Das Ganze ist nur ein Ablenkungsmanöver. Jetzt dämmert's mir langsam. Ich habe gerade eine SMS gekriegt. Asservaten, Überfall, Tiefgarage. Scheiße, Philipp ist in der Asservatenkammer. Ich habe vorhin noch mit ihm telefoniert. Ja, ruf den sofort an. Mach ich. Scheiße, die Mailbox. In der Asservatenkammer ist doch jetzt kaum jemand. Wir müssen sofort zu Philipp. Zugriff! Zugriff! Komm vor, komm vor! Ja. Komm vor! Komm vor! Ablegen, nicht gegangen, nicht gegangen! Hände raus, Leute, Hände raus! Raus. Polizei! Sie haben noch! Auf die Knie! Die Waffen weglegen! Weg mit den Waffen! Auf den Boden damit! Wo ist mein Kollege? Was habt ihr Schweine mit meinem Kollegen gemacht, hä? Fesselt sie. Ich geh ihn selber suchen. Philipp! Hier, Michael!
Junge, ey. Hört uns ja kein Schwein hier unten. Alles okay bei euch, ja? Ja, die beiden Typen sind gerade raus. Hast du noch erwischt? Ja, ja, die haben wir. Die sitzen schon warm und trocken. Gott sei Dank. Was mit dem Sprengstoffvogel? Ja, es hat sich quasi in Luft aufgelöst. Nein, den Auslöser wirklich gedrückt. Was mit Dani? Wie viel Verletzte? Mit Alex? Entspann dich, Junge. Alles Gute. Das Ganze war nur ein großes Ablenkungsmanöver. Dieser Sprengstoffgürtel, eine Attrappe. Gott sei Dank. Also ging immer alles gut. So, Stefan, kommst du auch erstmal dran. Und sonst, bei dir auch alles gut, du alles Kellerkind? Ja, wieder da auf die ganzen Idioten. Komm mit, Männer. So, Schluss mit lustig. Ach, da sehen wir uns wieder in der Tiefgarage. Dich kriege ich, irgendwann. Habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ihr sitzt erstmal und das für lange Zeit. Euer Plan war wohl doch nicht so perfekt. Nicht perfekt. Aber wäre der scheiß Bullen nur 5 Minuten später gekommen, wären wir längst weg gewesen. In Ihrer Freizeit sind Sie wahrscheinlich auch Hobbyoptimist, oder? Sie haben doch nicht geglaubt, dass Sie damit durchkommen. Nicht ernsthaft, oder? Ihr hattet nur Glück. Glück? Das Glück ist mit den Tüchtigen. Das sollten Sie sich mal merken. Viel Spaß im Knast. Und lass die Seife nicht fallen. Übrigens gut gemacht, Hinkebein. Ohne dich wären wir zu spät gekommen. Das Lob geht an Stefan. Er hat die SMS geschrieben. Stefan, super. Vielleicht darfst du ja doch noch irgendwann mal raus aus dem Keller. Bring die beiden ins Präsidium. Gewahrsam.